Zeit schwierig ist, dass die Zeit, in der wir jetzt leben, bedrückend ist, so hoffnungslos aussieht und viele Menschen haben Angst. Alle Nachrichten sind voll von Dingen, die diese schwierige Zeit, diese schwierigen Situationen beschreiben. Auch für Kinder Gottes ist es eine Herausforderung, wenn sie diese Nachrichten hören, und es macht etwas mit uns. Wir haben schon viele Krisen überwunden und wir haben sie von fern beobachtet, aber sie waren noch nie so dicht zu uns gekommen, wie das jetzt ist. Jetzt betrifft es jeden Einzelnen von uns. Und jetzt ist eine Zeit gekommen, in der jeder von uns sehen muss, reflektieren muss, jeder von uns seinen Glauben an Gott prüfen muss, wie fest, wie standfest bin ich in Gott? Wie sehr bin ich von Hoffnung geprägt in dieser Zeit, die so schwierig ist für manche? Abgesehen davon hatten wir schon oft im Leben schwierige Zeiten zu durchstehen. Die waren nicht von einer globalen Krise überschattet, sondern jeder von uns musste schon in seinem Leben durch große Herausforderungen gehen, durch große Bedrängnisse, wo wir nicht wussten, wie werden wir da rauskommen. Ich möchte heute mit dir über einen Text sprechen, den ich in einer besonderen Zeit vor ein paar Wochen erst nachgedacht habe, wo ich drüber gelesen habe. Und er kam zu mir in einer Gebetszeit, nachdem ich von einer Reise aus den USA nach Deutschland zurückgekommen war. Als ich im Flugzeug saß, war vor mir der Bildschirm geöffnet, wie der Reiseverlauf, wie der Flugverlauf des Flugzeugs aussah. Man konnte deutlich sehen, der Ort, von dem wir gestartet waren und wo wir landen würden. Das hat mich sehr beeindruckt, vor allen Dingen dann, wenn die Einblendung die war, dass man diese ganze Weltkugel gesehen hat, in ihrer Farbenpracht, in diesem Blau, in diesem Besonderen. Und es war wirklich für mich sehr, sehr beeindruckend zu sehen, wie das Flugzeug quasi über die Hälfte dieser Kugel drüber wegflog. Und was mich auch beschäftigt hatte, war, dass man deutlich sehen konnte, wie auf manchen Erdteilen Licht kam, nämlich der Morgen, und auf anderen die Dunkelheit, die Finsternis, die Nacht zunahm. Ich habe dann ein paar Tage später eine Gebetszeit erlebt, wo ich genau wieder an diese bunte Weltkugel erinnert wurde. Und im Geist habe ich gesehen, wie von Mächten ein schwarzes Tuch um diese Weltkugel drüber gelegt wurde, wo auf einmal alles in einer Finsternis bedeckt war. Das hat mich wirklich sehr beschäftigt und ich habe angefangen zu beten und zu fragen: Herr, was ist das mit dieser Dunkelheit? Was ist mit dieser Finsternis? Und der Herr hat mich geleitet zu einem Text aus Jesaja 60. Jesaja ist ein besonderer Prophet im Alten Testament. Ein besonderer Prophet deshalb, weil er bestimmt dreimal so viel über Rettung und Wiederherstellung berichtet als alle alttestamentlichen prophetischen Bücher. Deswegen, weil er so sehr diesen kommenden Messias predigt, weil er so sehr darüber schreibt, über den Rettungsplan Gottes, weil er Gott so sehr im Fokus hat, dass er eine Rettung für das Volk schicken wird, dass es nicht so bleiben wird, wie es ist, sondern dass der Messias kommen wird. Der Retter wird kommen. Die Dinge werden nicht so bleiben, wie sie sind. Ganz am Anfang, in dem Kapitel 8, sagt er: Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Wenn du also jetzt Angst empfindest, sei sicher, es wird nicht so bleiben. Jesaja war ein Prophet, der die Größe Gottes, die Heiligkeit Gottes, die Gegenwart Gottes, diese Herrlichkeit Gottes ganz besonders im Fokus hatte.
Und es hat mich sehr ins Gebet geleitet, dass ich gesagt habe, Herr, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte in dieser Herrlichkeit sein. Ich möchte umgeben sein von deiner Herrlichkeit. Denn wann immer Herrlichkeit des Himmels sich verbindet und zu uns auf die Erde kommt, wird alles da sein, was wir brauchen. Es wird Versorgung sein, es wird Heilung sein, es wird Rettung sein, es wird Wiederherstellung sein, es wird Befreiung sein. Jesaja berichtet durch alle Kapitel in den Büchern von dieser Heilsabsicht Gottes für das Volk, in erster Linie die Juden, aber für alle, die das Heil in Christus suchen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist die neutestamentliche Aussage. Das andere, was mir sehr gut gefällt bei Jesaja, ist, dass er über den Heiligen Geist spricht. Schon da war dieser Heilige Geist in seinem Blickpunkt und von der Wichtigkeit und der Weisheit und dem Verständnis über den Heiligen Geist hat er uns gelehrt in all diesen Versen, die er geschrieben hat. Und zum Dritten finde ich, Jesaja hat diese Gnade, dass er zurückschaut, aber dass er auch einen Ausblick schafft auf das, was Gott tun wird. Und das ist etwas, was ich auch dir ganz neu ans Herz legen möchte. Es wird nicht so bleiben. Es gibt diese Zeitphasen jetzt. Aber schau, fang an, ganz dicht an Gott anzurücken. Fang an, dich ganz dem Herrn zu nahen. Fang an, wieder neu ihn zu bitten, dass er mit Kraft und mit Weisheit und mit Tröstungen und mit Auferbauung in dein Leben hineinspricht. So, ich habe gelesen bei Jesaja 60, Vers 1, da beginnt er damit, dass er sagt, steh auf, werde Licht. Ich habe gedacht, das ist ja interessant, denn eigentlich die Zeit, in der Jesaja diesen Vers schreibt, die war eigentlich durchdrungen von Bedrängnis, von Hoffnungslosigkeit, von der Frage des Volkes, wird Gott uns nicht vergessen haben und wird er wirklich eine Veränderung für uns schaffen? Die Zeit, in der Jesaja dieses Wort schreibt, ist die, dass das Volk in die Gefangenschaft nach Babylon weggeführt worden war. Und die Zeit war dunkel, die Zeit war von wirklicher Not umgeben. Aber er schreibt jetzt mitten in diese Not, in diese Bedrängnis des Volkes, schreibt er, steh auf, werde Licht. Allein diese paar Worte, die fielen ganz tief in mein Herz, dass ich dachte, ja genau, das müssen wir machen. Nicht in der kollektiven Depression versinken und jede Nachrichtensendung konsumieren und nach jeder Nachrichtensendung sind wir runtergezogen in diese Bedrängnis und Bedrückung. Nein, jetzt, obwohl wir es vielleicht noch nicht sehen, aber jetzt ist die Zeit gekommen, steh auf und werde Licht. Dieses Wort Licht ist ein ganz altes Wort. Ich habe nachgelesen und es heißt so viel wie erhellt, erleuchtet, angestrahlt, ungetrübt, strahlend, glänzend. So, jetzt wirst du sagen, naja, das bin ich alles nicht. Das Ding ist, wir sollen von dem Licht, was Gott selbst ist, was er in Jesus Christus uns geschenkt hat, sollen wir angestrahlt werden, angezogen werden und sollen sein Licht abstrahlen. Steh auf und bewege dich in die Atmosphäre des Herrn. Bewege dich in diesen Raum der Herrlichkeit, der Zuwendung Gottes, seines Heiligen Geistes. Lass dich beschenken vom Heiligen Geist. Frage ihn zuerst in allen Dingen deines Lebens. So wird er dich recht führen. Das ist eine Verheißung, die du in den Sprüchen lesen kannst. Zuerst hinschauen zu ihm und von ihm Kraft und Zuversicht empfangen. Aufstehen, obwohl die Dinge sich noch nicht verändert haben. Das ist eine große Herausforderung, die ich auch aus meinem Leben kenne. Aufstehen gegen Schmerzen, aufstehen gegen Verlust, aufstehen inmitten der Bedrängnis. Ich weiß, dass es eine
Herausforderung ist, weil der Feind auch da ist, der versucht mit allem uns zurückzuhalten und unter Bedrückung und Bedrängnis zu halten. Aber der Herr sagt, steh auf, werde Licht, schau auf mich, lass meinen Glanz in dein Leben kommen, lass mich abstrahlen aus meiner Herrlichkeit in deine Situation jetzt. Und du wirst erleben, dass du aufstehen kannst, dass er dir die Kraft geben wird, aufzustehen aus dieser Situation, die dich bedrückt. Aufstehen tut man nur für etwas, wo man im Herzen empfindet, dafür lohnt sich's. Dafür lohnt sich's. Oft ist es so, wenn Menschen krank sind oder irgendwelche Eingriffe hatten, dann müssen sie hinterher lernen, aus diesem Bett, aus dieser Schmerzgeschichte rauszukommen und aufzustehen. Dieser Moment ist sehr schwierig und sehr herausfordernd, weil die Schmerzen werden immer noch empfunden. Aber das Ding ist, wir stehen auf, weil wir wieder in Kraft kommen wollen, weil wir wieder in Position kommen wollen, weil wir wieder im Glauben aufstehen wollen, obwohl wir die Dinge vielleicht noch nicht verändert gesehen haben. Schau auf dieses Licht, das von Gott kommt in dein Leben. Schau auf den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Er wird seinen Plan mit deinem Leben zu Ende bringen. Er wird diesen Plan, den er für dein Leben hat, weiterbringen. Du bist nicht ausgeschaltet. Du bist nicht weg von diesem Plan. Dein Leben liegt in seinen Händen. Und er hat eine Zukunft für dich, eine Hoffnung für dich. Und verlass dich darauf und proklamiere das Wort der Verheißung: Ich werde leben und nicht sterben und die Werke des Herrn verkündigen. Du wirst ein Zeugnis haben aus dieser Situation. Und ganz nebenbei, lass uns dein Zeugnis wissen, wie du mit dem Herrn aufgestanden bist, wie du mit ihm weitergegangen bist, wie er in dein Leben hineingewirkt hat und wie er dir geholfen hat, dass du wieder auf die Füße kommst, dass du wieder aufstehst, dass du Glauben empfängst, dass du Glauben anfasst und sagst, ja, ich stehe auf, ich werde Licht, weil ich glaube an den, der Licht in mein Leben gebracht hat und bringt. In diesem Jesaja-Text habe ich weitergelesen und bin dann zu dem zweiten Vers gekommen. Und das ist der Vers, den ich auch so sehr empfunden habe mit diesem schwarzen Tuch, was um die Erde herumgelegt wurde. In dem zweiten Vers lesen wir: Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Wolkendunkel die Völker. Das ist ein Szenario, was wir in diesen Tagen quasi fast anfassen können. Finsternis bedeckt die Erde, Wolkendunkel die Völkerschaften. Keiner weiß, wie es weitergeht. Die leitenden Köpfe der Völkerschaften haben keinen guten Plan. Sie haben keine wirkliche Idee und sie haben keine Hoffnung für die Menschen, denen sie vorstehen. Dunkelheit hatte mich daran erinnert, dass es ganz am Anfang der Bibel schon eine Beschreibung der Dunkelheit gibt. Als Gott die Erde geschaffen hat, hat er zuerst Licht geschaffen. Da lesen wir in 1. Mose 1 von 2 bis 4. Und die Erde war wüst und öde und Finsternis lag über der Urflut. Und der Geist Gottes bewegte sich über dem Wasser. Da sprach Gott, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Gottes erstes Schöpfungswerk war es, die Dunkelheit vom Licht zu trennen. Sein erstes Schöpfungswerk war Licht. Bevor überhaupt Leben sein konnte, Leben generiert werden konnte, musste es Licht geben. Ohne Licht gibt es kein Leben. Später heißt es dort in dem Text, er setzte Lichter in den Himmel. Wörtlich heißen sie Lichtträger. Gott setzte Lichtträger an den Himmel.
Einige waren dazu bestimmt, dass sie Licht erzeugen, und andere waren dazu bestimmt, Licht zu reflektieren. Als ich darüber gelesen habe, habe ich gedacht, hey, das ist cool. Das ist genau das, was wir als Kinder Gottes, was wir, die wir an Jesus glauben, die wir ihm unser Leben gegeben haben, tun sollen. Wir sind Reflektoren seines Lichts. Wir reflektieren Gottes Herrlichkeit. Wir reflektieren, wir strahlen etwas ab von dem, was wir empfangen haben. Jesus ist das Licht. Er kam in diese Welt, die sündig und tot war, damit er Licht sein kann und Leben bringen kann. Das ist die biblische Geschichte. Wenn du zu Hause eine Pflanze hast und du lässt sie in einem dunklen Raum stehen, dann wirst du merken, dass diese Pflanze nicht überleben kann. So wichtig ist Licht für Leben. Und Leben ist Licht. Gehen wir zurück zu unserem Jesaja-Text. In den Worten Jesajas kommt es zu dieser Beschreibung. Finsternis und Dunkel bedeckt das Erdreich. Er meint damit, dass es auch für das Volk, zu dem er ja in erster Linie sprach, um eine Zeit der Trauer und der Klage ging. Die Situation war schwierig. Dunkelheit legte sich über das Volk Gottes. Und man dachte, vielleicht hat Gott uns vergessen. Wenn du denkst, Gott hat mich eigentlich vergessen. Ich bin krank, ich fühle mich nicht wohl, ich habe Schmerzen, die Dinge verändern sich nicht, meine Kinder laufen nicht so, wie ich das dachte, die Situation an meinem Arbeitsplatz ist immer noch schwierig, wahrscheinlich hört Gott gar nicht, dass ich bete. Ich möchte dir sagen, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Es wird nicht so bleiben. Gott hat dich nicht vergessen. Er wird dich niemals vergessen und dich niemals verpassen. Er ist immer da und er hält dein Leben in seinen Händen. Wenn jetzt in diesem zweiten Vers von Jesaja 60 ein Punkt gemacht worden wäre oder vielleicht sogar ein Ausrufezeichen, nämlich Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völkerschaften, dann wäre das wirklich schlimm. Denn dann würde es vielleicht auch bedeuten, dass es keine Veränderung für uns geben könnte. Aber der Satz geht weiter. Es gibt eine gute Nachricht für dich. Und das ist nicht nur eine Nachricht, die Jesaja für das Volk hatte, sondern es ist auch gute Nachricht für uns. Es heißt nämlich da, über dir aber wird der Herr aufstrahlen und seine Herrlichkeit wird erscheinen über dir. Über dir aber über dir, aber der Herr. Es wird nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Es wird auch nicht in unserem Land so bleiben, wie es ist. Es wird nicht in deiner Situation so bleiben, wie es ist. Über dir strahlt der Herr auf. Und seine Herrlichkeit umgibt dich. Das ist etwas, was du jetzt im Glauben erfassen kannst, wo du sagst, ja, das stimmt, das möchte ich haben. Ich will, dass dieses Aber Gottes in meinem Leben wirklich zum Tragen kommt. Ich will sehen, dass das stimmt. Ich will sehen, dass es einen Unterschied gibt, ein Aber der Herr. Aber es wird nicht dunkel bleiben, aber es wird sich verändern, aber die Dunkelheit wird nicht so bleiben, sondern über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Die Finsternis wird überwunden und hier ist es jetzt auch die Sache, über den Völkerschaften ist es vielleicht im Moment immer noch dunkel. Aber sie werden das Licht Gottes sehen. Sie werden Jesus sehen. Wir erwarten, dass es eine große Ernte gibt, die jetzt schon angefangen wird. Wir erwarten, dass es eine Veränderung gibt, einen Shift gibt, dass die Dinge nicht so bleiben, wie sie bis jetzt sind, sondern dass jetzt der Herr das Blatt wendet und dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen errettet werden, dass Menschen in eine Zukunft mit Gott gehen werden, wo sie sagen, ja, das stimmt, es gab an einem Punkt meines Lebens dieses Aber Gottes. Aber über dir strahlt der Herr auf.
Wir beten in unserem Dienst, dass das jetzt immer mehr Gestalt annimmt. Wir beten, dass es jetzt zu dieser neuen Bewegung kommt. Und Gott möchte Menschen sehen, die im Glauben aufstehen, die sagen, ja, das stimmt, ich glaube, ich will auch aufstehen und das Wort der Gnade verkünden. Ich will aufstehen und von dem Licht Jesus sprechen. Ich will selber das Licht Jesu reflektieren. Ich will dabei sein. Für die, die in Angst jetzt sind, ich sag dir mal was. Ich habe viele Nächte erlebt, wo ich dachte, das wird immer so bleiben. Aber es gibt einen Morgen. Und in der Bibel steht, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Es wird einen Sonnenaufgang geben, einen Shift. Und dieser Sonnenaufgang ist wie nach einer langen, dunklen Nacht, die du vielleicht gewacht hast. Vertrau auf den Herrn. Er wird dir diesen Morgen schenken. Er wird dieses Licht in dein Leben geben. Er wird die Dinge in deinem Leben verändern. So wie hier bei Jesaja wird Gott die Situation wenden. Und die, die unter Bedrückung und Angst waren, sie werden zum Leben kommen. Und Gott wendet sich seinem Volk zu. Gott spricht sein göttliches Aber in deine Situation, in diese Resignation. Er sagt, mach dich auf, werde Licht, komm, steh auf, ich helfe dir. Jesus hat den Sieg. Wenn du in diesen Dingen jetzt in den Nachrichten wann immer hörst, Corona oder wie auch immer diese Dinge benannt werden, du kannst im Glauben aufstehen und sagen, Jesus hat den Sieg. Jesus hat den Sieg. Er ändert sich nicht. Gott ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und sein Sieg ist gültig. Sein Sieg am Kreuz ist nicht 90% gewesen und er hat gesagt, naja, das andere wird später kommen. Nein, es gab 100% Sieg für dich und für die Menschen, die an ihn glauben. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist eine Verheißung, die wir bekommen haben. Und die gilt für die Menschen, die um dich herum leben, für die Menschen, mit denen du Kontakt hast, die, mit denen du vielleicht über den Glauben sprichst. Sprich mit deinen Kindern über den Glauben, den du an Jesus hast. Sprich mit ihnen darüber, was dir Glaube bedeutet. Lass sie wissen, was du denkst, was der Glaube in deinem Leben an Unterschied gemacht hat. Schau, die Finsternis konnte das Licht nicht halten. Im Neuen Testament lesen wir in Johannes 1, Vers 9, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. In Jesaja 9, Vers 3, da möchte ich noch dir einen Vers sagen, dass du verstehst, dass die Dinge mit Jesus einen völlig neuen Abschnitt in deinem Leben gemacht haben. Da heißt es, denn das Joch, das auf ihnen lastet und den Stab auf ihrer Schulter, den Stock dessen, der sie treibt, hast du zerschmettert. Das ist das, weshalb Jesus gekommen ist. Er hat diese feindliche Aggressivität, diese feindlichen Eingriffe in dein Leben, diesen feindlichen Raubzug, er hat diesen Stock des Treibers zerschlagen und er hat eine Neuheit deines Lebens in dir zustande gebracht. Ich möchte dir sagen, bete und proklamiere dieses Aber Gottes in dein Leben hinein. Das Aber Gottes ist nicht gebunden an jemand, der besonders heilig ist, besonders fromm ist, besonders irgendwie. Nein, das gilt für jeden, der sein Leben Jesus gegeben hat. Proklamieren heißt, ich stimme mit einer Wahrheit überein, und ich spreche diese Wahrheit in meine Situation hinein. Wenn du bedrängt bist und in Angst bist, dann steh jetzt auf und sage, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass dieses Aber Gottes in mein Leben hineinspricht. Ich glaube, dass Gott mein Leben wenden wird. Ich glaube, dass er mich versorgen wird. Ich glaube, dass er mich befreien wird. Ich glaube, dass er mich aufbauen wird, ermutigen wird, ausrüsten wird, erfrischen wird, erquicken wird mit seinem Wort. Das Aber Gottes gilt für mein Leben, für jede Situation, in der ich bin.
Das Aber Gottes gilt für meine Kinder. Das Aber Gottes gilt für meine Kindeskinder. Das Aber Gottes gilt für meinen Arbeitsbereich, für meine Zukunft, schon für die nächste und übernächste Woche, für den nächsten Monat. Das Aber Gottes ist gültig in deinem Leben. Eine andere Sache, die ich mit dem Aber Gottes in meinem Leben verbinde, ist, dass ich das Abendmahl zu mir nehme und diesen gebrochenen Leib Jesu für mich nehme und das Blut der Bedeckung für mich nehme. Und oft tun wir das auch für unsere Kinder, auch für unseren Besitz, auch für unsere Habe, auch für unsere Finanzen, für alles, was unser Leben ausmacht. Das Abendmahl ist für mich wie, als würde Gott mir persönlich zusagen, aber ich werde und ich habe alles verändert und ich habe dein Leben in der Hand. Fürchte dich nicht. Gott hat mehr für dich.